Also, seid ihr grüßt, ne? Ja, ebenfalls. Endlich wieder zusammen. Der Monat ist wieder rum. Der ist wieder viel zu schnell vergangen. Vor allen Dingen, weil man viel mit Garten zu tun hat jetzt, ne? Da kam Du, auch nichts. Aber auf der anderen Seite habe ich ja Netjournal 1, 2, 2024 einen Leserbrief geschickt. Und der ist jetzt teilweise in diesem aktuellen Netjournal 3, 4 abgedruckt. Mit auch Schön. kleinen Fehlern. Einmal verweisen sie angeblich, ich verweise auf einen Artikel von 1, 2, 2024, und die schreiben aber 1, 2, 2023, und dann haben sie ein J zu viel in der Nennung unserer Internetadresse. Ja. Und im nächsten Netjournal wird sogar ein ganzer Artikel von mir erscheinen zur Quelle der freien Energie und ihrer technischen Anwendung. Ein fünfseitiger Artikel. Mai, Juni erscheint dann der Artikel, ne? Kriegst dafür auch ein bisschen Geld? Ach wo, ach Ach wo. wo? Ja, gut. Wie? Mir ist ja schon mal, dass man in die Öffentlichkeit kommt, ne? Ja, klar. Ach, da sein List kommt auch. Hallo, Rocco, sei gegrüßt. Reinhard, wie oft kommt das Net-Journal raus? Alle 2 Monate. Hast du Also das? 6 im Habt ihr Jahr. das? Habt ihr das Nee, nicht ich schon hab's nicht, aber nee, ich Ich hab werde ab euch und mal zu mal diese eins zwei gehabt, Seiten, aber. habe ich ja ein PDF-Dokument erstellt, das werde ich euch auch, das ist schon wieder weg, die 2 Seiten habe ich PDF-Dokument erstellt, das werde ich euch mal zustellen, ne, damit ihr Ach, wisst. schön. Ich habe mich da geäußert über einen Artikel, wo jemand was über Licht vorgetragen hat und da meine Anschauung über das Licht und so weiter dann damit reingebracht, und davon haben sie dann 2 Seiten veröffentlicht. Nicht Journal jetzt, ne? Ja, Also, jetzt wirst du Artikel schicken, ne? langsam weltberühmt. Mal gucken. Mal gucken. Du bist ja immer noch arm, zwar arm dran, aber finanziell am Boden sozusagen, aber wir werden sehen. Der Verleger hat sich auch nicht mehr gemeldet, Er hat ne? sich nicht mehr gemeldet. Ach, da alles Schweigen im Walde. So, Rocco, hört ihr mich? Hört ihr mich? jawohl. Ah, sehr Ja. gut. Wo warst du denn Ja. gerade wieder ohne Ja. Ton? Ich habe euch nicht gehört, ihr wart auch nicht da. Grüßt euch. Ja, jedenfalls hast du ja gesehen, dass die Fehler drin gelassen haben im Netzjournal und verweisen auch auf den falschen Artikel. Ich habe mich ja auf eine Sache 1, 2, 2024 verwiesen. Die schreiben 2023 und dann das J zu viel in unserer Internetseite. Aber naja, muss man sehen. Alles Schlampinus, alles Schlampinus. Nicht so ordentlich wie unser einer, aber da man denn so ordentlich ist, dann kriegt man den von dem Verschneider vorgeworfen, war mehr kopflastig. Naja, was soll's, damit muss ich auch. Ja, damit kannst du leben, oder? Damit kann ich leben. Ja. Also. Wissenschaft ist ja nun mal Sache letztendlich, die über den Kopf geht, aber wenn ich aber auch nicht kopflastig ist, denn meine Wissenschaft ist ja keineswegs kopflastig, den ganzen imaginären Anteil, den ich da drin habe und den, was ja den Geistbereich betrifft und so weiter. Ne? Das Wohl ist ja wahr, ja. Haupt, hat mir mit Kopf gar nichts zu tun. Ne? Naja, was soll's. Durch meine inneren Eingaben und meine Verbindung zum höheren Selbst. Letztendlich, denn das steht ja in keinem Buch bisher und so weiter, was ich da so durchgegeben gekriegt habe und so, ne? Ist ja wirklich qualitativ was Neues. Und es hat ja mit dem Kopf nichts zu tun. Wie hast du denn die Verbindung bekommen? War die einfach da oder Die hast hatte ich du? von Anfang an. Darum bin ich auch Frühchen. Da waren meine Gehirnzellen noch so weich und so weiter, dass ich die hohen Schwingungen empfangen kann. Und diesen Kontakt habe ich nie verloren in meinem Leben, ne? War natürlich, war der in früheren Zeiten, wo man noch jünger war, noch weitaus ausgeprägt. Aber eine Freundin habe ich verloren, weil ich dann mit ihren Augen gucken konnte und ihr genau sagen konnte, was sie gemacht hat. Und das war ihr zu spukig. Aber das hat sich so ein bisschen. Aber meine 2 Begabungen, die ich mitgebracht habe, die sind ja ganz gut. Und dass ich einmal, wenn ich mathematische Formeln sehe, sofort auch sehe, wie sie sich weiterentwickeln und was das beinhaltet. Und das zweite, dass ich alles filmisch abspeichere. Ne? Und früher, da kommt, wenn mich mal was nicht mehr gefunden habe, habe ich mich einfach hingesetzt, in die Zeit eingeblendet, den Film angeguckt und da war es dann auch. Da habe ich es dann auch immer wieder gefunden, das, was ich verloren hatte. Also, das sind meine Begabungen. Das kann man nicht erklären, das ist einfach so mir mitgegeben worden, um die Aufgabe hier zu erfüllen. Und so ein Kreativer im Argo Verlag hat mir ja auch mal gesagt, dass ich im Prinzip einer bin, der aus diesen höheren Ebenen hier runtergegangen ist, um diese Wissenschaft hier zu etablieren. Und das sehe ich schon als Kind, seit Kindesbeinen auch als meine Lebensaufgabe. Ne?
Bloß Aber man könnte da von da oben ja auch ein bisschen mal mehr finanzielle Reichtum zukommen lassen, langsam, damit man sich auch weiter entfalten kann. Das würde ich ja dann in die Entfaltung stecken und nicht irgendwie in ein ausschweifendes Leben machen. Aber wer weiß, was sie sich dabei denken. Kommt selber. Rainer, Ich habe ja noch ein paar Jahrzehnte zu leben, ich soll ja 90 werden. ich habe aber einen Tipp zur Erklärung. Ja? Vielleicht kann die Informationsenergetik das ja erklären. Ja, die erklärt die Zusammenhänge ja schon alleine mit der Aufteilung in den einzelnen Q-Bereichen und so weiter. Wo ja das, was die Akasha-Chronik ausmacht, der Q3, der Zeitkörper ist und so weiter. Der Informationsmedium ist ja eigentlich der Q2 und das Energiemedium letztendlich der Q4, ne? Und wir sind ja bloß Erscheinungsraum, wo das aufeinander wirkt und uns bestimmte Erscheinungen dann bewusst werden, ne? Ein Bewusstsein hat ja nur was mit Widerspiegelung, mit der Qualität von Widerspiegelung zu tun. Es hat keine eigene Realität in dem Sinne, letztendlich wie auch die Masse keine eigene Realität hat, sondern eigentlich diese informationsenergetische Ausgleichsebene bezeichnet, ne? Wo eben die Potenziale sich ausgleichen, diese komplementär agierenden Potenziale. Muss man das Bewusstsein sehen, dass es im Prinzip auch letztendlich so ein Ausgleichs- oder Zusammenschauzustand ist, letztendlich von Erfahrungswerten. Ja, und wie gesagt, der Artikel von so einer Frau Doktor da, oh nee, Herr Doktor ist das ja, nicht Frau Doktor, der Med, der da einen Artikel dann über gerade solche Sachen auch im letzten Net-Journal gegeben hat, bin ich halt dabei, eine E-Mail zu schreiben und da erkläre ich dann diese Zusammenhänge und so weiter. Darf ich euch dann auch mal zustellen, das Dokument, da bin ich fast fertig, das muss ich noch, das wird ein ja 11-seitiges Dokument geworden. Wir haben 5 Seiten im Netzjournal und bei mir ist es ein 11-seitiges Dokument zur Erklärung geworden. Aber sie schreibt dem dann im Prinzip, dass er offen ist und so weiter für Weiterentwicklung und solche Sachen. Mal gucken, ob man da vielleicht. Irgendwo muss ich doch mal meinen Blank finden, dass ich da Eingang in diese Mainstream-Wissenschaft finde. Die suchen und suchen und suchen und finden nicht und ich hab's schon seit Jahrzehnten. Ne? Dass die endlich mal gewahr werden. Aber naja, soll wahrscheinlich noch nicht so sein. Die Zeit. Wenn sie dann reif ist, dann wird es auch passieren und dann wird es über Nacht passieren, denke ich mir mal. Und dann habe ich aber auch keine Zeit mehr, um weiter in der Hinsicht zu arbeiten. Jetzt muss ich erstmal mein Buch fertigstellen. Durch die Gartenarbeit und anderes Schlampino steht da rum und dann war mir emotional in letzter Zeit auch nicht gerade gut, diese Einsamkeit so ein bisschen und da bin ich da nicht viel weitergekommen. Ne? Aber wenn ich dann zurückkomme und aufgebaut bin von meiner Reise über Ostern dann und bis zum 4. April, dann werde ich Nein. aktiv weiterarbeiten. Gut, na, dann stellt mal eure Fragen, meine Freunde, was Ja, ihr so viel auf dem Herzen habt seit letztem Mal. ich habe eine konkrete Frage. Mir ist in letzter Zeit in verschiedenen Telegram-Kanälen aufgefallen, dass die Zahlenfolge 369, die ja irgendwie von Tesla schon mal erwähnt wurde, ohne dass ich was gefunden hätte, was Tesla da nun genau meinte, wird jedenfalls sehr viel jetzt propagiert, zum Beispiel als spezielle Heilenergie, wenn man es also als Schwingungen betrachtet. Also mich würde mal interessieren, was steckt wirklich hinter der 369 und wie lässt sich das begründen? Ja, hinter der 369 steckt eigentlich der Zusammenhang dahinter, wie unser Q1, also unser reeller Existenzbereich mit dem Q4, mit dem Energiekontinuum zusammenarbeitet und zusammenwirkt letztendlich. Denn das Energiekontinuum unterliegt ja einer Relation, die sich wie nennt, mal gucken, ich habe das in den Büchern ja immer drin, diese Grafik. Ach, Welt- und Ortsorbital, oder habe ich die hier hinten drin diesmal? Ach ja, hier habe ich da hinten. Also ich bezeichne ja im Prinzip diesen Q4 letztendlich in dieser Grafik Informationsenergetik Weltortorbitale bezeichne ich ja als imaginären Weltbereich beziehungsweise als Transformationsmedium letztendlich. Und der unterliegt ja, was ich bezeichne als bronzenen Schnitt letztendlich, was aber mathematisch dargestellt als Jakobsdahlfolge bezeichnet wird.
Und der hat ja Entwicklungsreihen, positive und negative Entwicklungsreihen, die sich zeichnen aus Wurzel aus 9 plus 1 halber und minus Wurzel aus 9 plus 1, also minus 1 halber, also plus 1 und minus 1 halber. Das heißt also, hier steckt als dieser komplementäre Ganzheitswert die Wurzel aus 9 drin. Wurzel aus 9 ist 3, ne? Richtig, ja. Genau. Und nun musst du aber sehen, dass ich dieses durch 2, was im Imaginären als durch 2 ist, dreht sich ja auch komplementär um. Du hast also im Prinzip dann einmal in der positiven Entfaltung, du musst ja jetzt die positive Entfaltung sehen, Energie, was wir als Reelles sehen, ist ja immer in der positiven Entfaltung, also in einem Raum, wo es ausgeweitet ist. Was negative Entfaltung ist, ist ja auch existent, aber das sehen wir informationell und ist für uns unsichtbar. Aber in der positiven Entfaltung hast du ja einmal diese 9 als Ausgangswert, diese Wurzel aus 9, diese 3 als Wahn, und dann hast du im Gesamtzusammenhang, hast du ja dann die Beziehung Wurzel aus 9, das ist 3. Und dann musst du da diesen Aspekt mit der Komplementarität bezeichnen. Also 2 mal 3, 6. Und so setze ich das zusammen. Also die Komplementarität oder der Zusammenhang, den komplexen Zusammenhang zwischen dem Imaginären und dem Reellen, da steht die 6. Die 9 steht für den imaginären Einfluss, also der uns ja nicht erscheint, aber wo dann das Medium letztendlich kondensiert und reell sichtbar wird für uns. Und die 6 steht für die energetische Ganzheitsaktion. Und ich bezeichne das ja auch die 6, weil das im sechsdimensionalen Zeitraum eigentlich stattfindet. Und das bezeichne ich ja dann auch immer meistens als Hexaganzheiten, ne? Das ist die ganzheitliche Erscheinungsweise. So hängt die Zahlen 3, 6, 9 zueinander. Habe ich auch schon öfter mal erwähnt, auch bezogen auf Tesla. Und Tesla hat eben diesen Zusammenhang erkannt und das in seine Technik letztendlich, die er da kreiert hat, einfließen lassen, diesen Zusammenhang. Ne? Also der hat bearbeitet eben diesen Zusammenhang zwischen dem Q1 und dem Q4 letztendlich. Ne? Musste natürlich dann auch bis ins Imaginär schnell steigen und so weiter, weil die Elektrotechnik oder der Elektromagnetismus, die Theorie des Elektromagnetismus wurde ja primär eigentlich auf der Basis der Quaternionen, also des Q4, erstellt. Bloß was man heute daraus macht, ist ja nur noch eine Abschottung letztendlich von dem, was eigentlich mal gegeben war. Ne? Maxwell hat ja primär auf der Basis der Quaternionen gearbeitet und hat auch diese Zusammenhänge zwischen den drei imaginären Einheiten, I, J, K, und wie sie in den Quaternionen zu verzeichnen ist, auch richtig sauber dargestellt. Das macht ja letztendlich seine Maxwell'schen Formeln aus. Er hat aber nicht den wahren Wert der 1 erkannt, also diesen Ganzheitswert. Und da fehlt eigentlich mindestens eine Formel, wo Weyl schon darauf hinweist und so weiter. Also diese ganzheitliche Zusammenschau fehlt in diesem Komplex bei Maxwell. Da müsste eigentlich noch eine fünfte Formel letztendlich auf alle Fälle. Ich habe mich aber über die Maxwell'schen Gleichungen auch schon in eine größeren Arbeit ausgelassen. Ich sagte, ich musste mich ja mit allen Sachen beschäftigen. Und habe immer wieder gesehen, dass das tatsächlich so ist, wie ich das auch durchgegeben gekriegt habe. Ne? So hängt das zusammen mit der 369. Da, was jetzt nur Heilenergie und alles, naja, da ist ja auch auf der esoterischen Szene viel Spinnerei im Gange, weil die esoterische Szene baut ja immer noch bloß auf der energetischen Grundlage auf. Aber die primäre Grundlage ist ja nicht die Energie, sondern die Information und flacht damit diese Aussagenvielfalt eigentlich schon wieder übermäßig ab. Es gibt noch viel mehr, als die sich das so denken. Ne? Informationelle viel tiefer reicht als sämtliches Energetisches, was ich ja in meinem Buch ja darstelle, letztendlich, wo ich da aus dem Nichts das Etwas, die Entwicklung des Etwas, da erscheint ja der energetische Aspekt wirklich in der Erscheinungsweise erst viel später, als der informationelle Aspekt im Sein schon gegeben ist. Ne? Und dazu bedarf es ja bestimmt erstmal einer informationellen Grenzsetzung und dann bedarf es Impulsdurchgänge durch diese Grenzen, dass die im bestimmten Sinne zur Schwingung kommt, was ja dann die Massivität ausmacht, was man denn letztendlich sehen können.
Und unser Körper ist ja massiv gestaltet letztendlich. Und über Schwingungen kann man natürlich da bestimmte Ausgleichsaktionen realisieren, was ich ja als Informations- bzw. Energiemedizin auch dargestellt habe, wo ich auch diesen Zusammenhang zwischen Gravitomagnetismus und Elektromagnetismus darstelle und die einzelnen Heilmethoden auch darstelle. Ich habe ja da einen großen Vortrag auch an der Gesellschaft für Information und Energiemedizin in Heidelberg gehalten und so weiter. Ist ja auch alles im YouTube-Kanal da auch zu finden, halt da nur als Tondokument, habe ich aber mit Grafiken unterlegt dann. Ne? Ja. Also ich habe mich ja schon, wenn man sich Jahrzehnte mit den ganzen Sachen beschäftigt, bleibt ja doch einiges hängen. Ne? Und, ja, und das könnte ja kein anderer sich so beschäftigen, weil ich ja seit meines Lebens arbeitsfrei gestellt wurde, weil meine Arbeiten haben immer andere ausgeführt. Ich habe bloß immer die Lorbeeren davor kassiert. Die Auszeichnungen. Ja. Also was mir halt auffällt, ist tatsächlich, dass viele Leute diese Zahlenfolge aufgreifen. Ja, und die verstehen aber den tieferen Zusammenhang überhaupt nicht, ja. Eben, das ist Ja, es. Und dann werden Behauptungen aufgestellt, ja, man kann da mit man kann ja vieles diesem. zusammenbringen, ja. Und. Es ist ja auch einiges wahr, was sie da aufzeigen letztendlich, aber das ist immer beschränkt auf diese sogenannte energetische Aussage letztendlich. Das Energiemedium ist ein reines Kontinuumsmedium letztendlich. Das ist ja vollkommen imaginär. Wir haben bezeichnet das als imaginäres Medium, wo es noch gar keine reelle Erscheinungsweise gibt. Das ist unsichtbar für uns, ein unsichtbarer Urgrund, Hintergrund, der gegeben ist, ne? Was Ja. ja auch schon der Chinese aussagt, was der Urgrund eigentlich ausmacht und so weiter. Aber das beziehen die alle nicht in ihren Überlegungen mit ein, letztendlich. Und energetische Erscheinungsweise ist immer gekoppelt, dass es überhaupt erstmal informationelle Grenzrealitäten gibt, über die irgendwas gespiegelt, widergespiegelt passieren kann. Sonst gibt es keine energetische Erscheinungsweise, ne? Ja. Ne. Und auch keine informationelle Erscheinungsweise. Das ist ja nur immer das Komplementäre dazu. Auch die informationelle Erscheinungsweise resultiert ja aus Übergewicht in dieser massiven Ausgleich ein Übergewicht an Statik und die energetische ein Übergewicht an Dynamik. Ne? Also einmal ist der Einfluss aus dem Q4-Kreuzer, was die Dynamik ausmacht, und einmal ist der ordnende Einfluss aus dem Q2, dem Informationsmedium-Kreuzer, was ja die erscheinende Statik letztendlich mehr oder weniger ausmacht in unserer Welt. Ne? Ja. Das einmal geschieht ja über die Hyperonen, die ja bei uns zerfallen, in den Protonen zum Beispiel. Ne? In die Protonen, Neutronen und die Elektronen zerfallen ja nicht. Im Prinzip gibt es ja die ja nicht einzeln, sondern die gibt es immer bloß als Elektronenscharen, weil die immer imaginär absolut in der Verbindung stehen. Ne? Die kannst du ja nicht teilen mit der Hitze. Warum ja? Es gibt kein einzelnes Elektron, sondern immer in Elektronenscharen beziehungsweise aufeinanderfolgende Erscheinungsweise von Elektronen. Das kann sogar dasselbe sein, bloß das dreht sich einmal denn nur um die Zeitachse und ist teilweise für uns unsichtbar, denn es ist, als ob es ausgeschaltet ist und dann ist es wieder sichtbar. In der Zeiteinheit für unseren Kosmos von 10 hoch minus 49 Sekunden, die wir überhaupt nicht mit unseren Messgeräten erfassen können. Ne? Darum ja. Und bei so einer Bildfolge gegenüber den wenigen, die wir da widerspiegeln, 50 oder 100 Bilder da pro Sekunde, letztendlich erscheint uns das ja als durchgängiger Film, wo das aber Einzelzustände sind, die Ja. jeweils realisiert werden. Ne? Und in einer Sekunde werden ja allein in unserem Kosmos 10 hoch, circa 10 hoch 50 Zustände realisiert. Es steckt ja schon alleine im Wirkungsquantum drin. In einem Wirkungsquantum. 10 hoch 50 Freiheitsgrad. Das können wir überhaupt ja nicht bewusst begreifen letztendlich. Das müssen wir schon zusammenfassen, Ja. damit wir überhaupt dann die Erscheinungsweise auch deuten können und was da rauskommt. Ne? Das macht ja nachher dann unsere Zusammenfassung in bestimmte Zahlenqualitäten aus, komplexe, hyperkomplexe, hyperreelle Zahlen, um da diese Gegebenheiten ganzheitlich zusammenzufassen, damit das für uns wieder einfacher begreifbar wird. Das ist ja nur dazu da, damit wir das auch einfach begreifen können, weil wir diese ganze Komplexität, die im Universum, die können wir niemals begreifen. Die reicht ja bis zum absoluten Rande. Also da. Die geht ja über sämtliche Widerspiegelung nachher auch noch hinaus. Wa?
Möglichkeit, weil dann der Interaktionsanteil, den können wir ja mit unserem Sinnesorgan überhaupt nicht widerspiegeln. Wir können ja wirklich nur diesen Wechselwirkungsanteil widerspiegeln in den bestimmten Aspekten, ne? Also Ton, Schall und so weiter, ne? Wir können ja diesen Interaktionsanteil gar nicht widerspiegeln, aber wir können das mathematisch darstellen und erklären und den daraus die Schlussfolgerung, was passiert denn aus diesen Gegebenheiten, wenn das und das sich verändert, ne? Und das ist ja das, was Wissenschaft dann ausmacht, ne? Na schön, ja. Ist zwar jetzt nicht in der Tiefe verstanden, Oh, du kannst ja unser aber Video immer wieder angucken. zumindest die Zusammenhänge sind jetzt Aber klar. jedenfalls ist das der Zusammenhang zwischen dem Q1 und dem Q4. Das ist mal kurz gesagt. Ja. Weil es da diese Entwicklungsfolge Wurzel aus 9 plus minus 1 halbe dann gibt. Ne? Richtig. Hier musst du dann sehen, hier ist natürlich, wenn du vom Q4 in den Q1 ziehst, hast du natürlich eine Wurzelziehung letztendlich, weil du greifst dann auf diesen imaginären Existenzbereich zurück und nutzt das dann nachher in deiner Technik. Aus dem Q2 ist es umgekehrt. Da entfaltet sich ja die Ordnung erstmal reell nachher in unserer Welt letztendlich. Da musst du nämlich dann nicht Wurzel aus 2 nehmen, sondern da hast du ja im Prinzip nur den Faktor letztendlich mal zu nehmen, aber der Q2 hat ja. Darum ist ja das auch der Unterschied. Hier hast du bezogen auf 2, hast du immer die Komplementarität drin. In sämtlichen energetischen und informationsenergetischen, also massiven, hast du das natürlich auch über die Energie drin. Und das bezeichnet man ja immer als Komplementaritätsprinzip. Das ist ja das Lebensprinzip von Energie und Masse, wenn man so bezeichnet. Bei der Information ist das ja anders. Da hast du ja dieses Ganzheitsprinzip. Also bei der Information brauchst du bloß auf die dementsprechende Ganzheit, brauchst du dich um die Einzelterme überhaupt nicht kümmern und kannst daraus deine Schlussfolgerung ziehen. Und damit kannst du die Komplexität viel besser erfassen, letztlich. Ne? Und dieses Ganzheitsprinzip resultiert ja auch aus der Entwicklungsfolge der Information im Informationsmedium. Und das bezeichne ich ja entweder als silbernen Schnitt, beziehungsweise mathematisch wird das als Pell-Folge be bezeichnet. Und das ist ein Ordnungsfolgen. Und da hast du nämlich die Faktoren Wurzel aus 2 plus minus 1 durch 1. Da hast du nicht durch 2, da hast du durch 1. Weil in dieser zweiten Wurzel aus 2 steckt die Komplementarität schon drin, in dieser Wurzel aus 2, was ja der Günther Kräuber, der Mathematiker, gesagt hat, dass ja letztendlich, wenn man diese imaginäre Einheit nun eingrenzt, in Verkörperungen eingrenzt letztendlich, dann ist das auch eine Wurzelziehung. Und wenn man jetzt aber mal alle 4 Parameter dazu zieht, um dann auch eine Funktionsganzheit zu erzählen, sind ja das die Parameter minus i, plus i, minus 1 und plus 1. Das sind ja die 4. Das eine sind die primären Einheiten und das andere sind die primären Entitäten. Und der Kolber hat uns ja in seinem Buch Zahlen bitte, im Eulenspiegel-Verlag erschienen übrigens, erklärt, dass im Prinzip minus 1 mal Wurzel aus plus i plus 1 mal Wurzel aus minus i, das ergibt Wurzel aus 2, zweite Wurzel aus 2. Eine hervorragende Darstellung, ne, dieser Grundlage, dieser Informationsgrundlage, was das Wesen der Information überhaupt ausmacht. Und da steckt eben die Komplementarität nicht in dem Bezug zur zweiten, sondern schon in der Gesamtheitseinheit, wobei das ja eine 2 zu 2 ist. Und das macht ja im Prinzip überhaupt die Kreierung des materiellen Mediums in unserer Welt aus. Denn die materielle Medium, wenn du es aufs Imaginäre beziehst, da gibt es keine Unterscheidung zwischen Addition und Multiplikation. Heißt also, die Grundlage ist nämlich dann letztendlich die 2. Und da hast du nämlich 2 plus 2 gleich 4. Das ist ja die Funktionseinheit. Unterscheide ich noch von der Funktionsganzheit, was die 6 ist, gleich 2 mal 2. Also 2 plus 2 gleich 2 mal 2 gleich 4. Und aus der energetischen hast du ja diese Trinität schon von vornherein gegeben, die sich uns ja dann nachher auch wirklich in der Welt zeigt als Information, Energie und Masse letztendlich. Da musst du also 3 Qualitäten zusammenfassen, um diesen Ganzheitsaspekt begreifen zu lernen. Letztendlich, und das ist dann natürlich 1 plus 2 plus 3 gleich 6. Und da hast du nämlich die Funktionsganzheit ist gleich 1 mal 2 mal 3. So hängt das nämlich zusammen. Und wenn du es imaginär gibst, gibt es nämlich keine Unterscheidung mehr zwischen Addition und Multiplikation. Das muss immer mal begriffen werden. Ne?
Ja. Letztendlich gibt es nachher ja keine Addition mehr in letzter Konsequenz, weil es überhaupt ja keine Ausdehnung in dem Sinne mehr gibt, keine Längengröße mehr gibt. Also kannst du nicht aneinander lagern und kannst du nicht mehr addieren. Ne? Da gibt es wieder ganz andere Relationen, darüber schreibe ich ja auch. Ja. Gibt es aber eine Vertauschungsregel, wo du bestimmte Aspekte vertauschen kannst und dann zu neuen Ergebnissen kommst und so. Aber das ist wieder eine ganz andere Frage und ist dann wirklich höhere Mathematik anzusiedeln. Aber das muss man begreifen, wie hängt denn überhaupt diese einzelnen Sachen zusammen, ne? Und die Funktionsganzheit letztendlich zeigt sich ja letztendlich als Ganzheitseinheit wieder informationell, wogegen die Funktionseinheit letztendlich energetisch wieder begründet. Da hast du nämlich wieder diese komplementäre Vertauschung zwischen Qualität und Quantität, ne? Quantitativ überwiegt ja letztendlich, wenn du so willst, der informationelle Aspekt. Würde das nicht geschehen in unserer Welt, gäbe es gar keine Massenentwicklung, gäbe es überhaupt gar keine Raumausdehnung und so weiter. Da überwiegt immer dieser informationelle Aspekt der Statik letztendlich. Also es gibt immer eine Massenvermehrung letztendlich, auch wie sich das Weltall denn ausdehnt letztendlich und nicht der energetische. Na? Darum. Da muss man auch bedachten. Ja. Wobei ja dieser massive Aspekt auch wieder energetisch bedingt ist und die energetische Erscheinungsweise wieder informationell. So hängt das eins ins andere zusammen und eins ist vom anderen nicht zu trennen. Und darum ist ja auch nicht das, was wir philosophisch noch als Materie und Geist bezeichnen, ist auch nicht voneinander zu trennen. Man kann es zum Beispiel auf bestimmte Relationen beziehen, indem du einfach sagst, das Geistmedium ist im Prinzip das Medium, was sich aus der imaginären Existenz ergibt, aus der Einfaltungsexistenz. Existenz aus dem Imaginationsakt und der Materie aus dem entfalteten Aspekt ergibt, was sich dann räumlich darstellend entfaltet. Eines letztendlich nach Einsteins Relativitätstheorie dieses I hoch 2n-Medium, das ist ja das, woraus die Geistigkeit resultiert und was die Materialität ausmacht, macht ja die reell erscheinende Räumlichkeit aus, das ist das I hoch 4m-Medium. So kannst du das schon wieder darstellen. Also es ist ja auch nicht so spekig, dass man da so Geist und Materie da so, oh, und dann machen sie und der Geist bestimmt ne. Das, was bestimmt, ist weder Geist noch Materie. Das ist schon wieder ganz was anderes, ne? Dem alles erwächst, ne? Und das ist I im I, nicht weiter. Ein Imaginationsakt wird ein informationelles Potenzial kreiert, was sich dann nachher wieder im Medium weiter entfaltet, über Impulsgegebenheiten vor allen Dingen primär, ne? Und Impulsgegebenheiten primär basieren über Nullräume in Nullzeit. Das ist das, was dann nachher wieder die innere Quantenphysik beschreibt. Ja. Da hast du da wieder die Anbindung. Also aus dem Q2 resultiert die Quantenphysik und aus dem Q4 resultiert letztendlich die sogenannte Relativitätsphysik, was ja eigentlich eine Relationalitätsphysik ist, weil du bestimmte relative Relationen beziehst du nun auf einen absoluten Aspekt und den beschreibt ja Einstein letztendlich mit seinem sogenannten Singularitätspunkt. Ich habe bloß aufgezeigt, dass, weil das ja I nachher in der Zeitraumwandlung zeigt er ja in der allgemeinen Relativitätstheorie auf. Aber ich habe nur gesagt, dass I ja gar nicht keine Singularität, da stecken ja schon wieder drei Qualitäten drin. Also, mein Freund, was willst du denn? Brauchst du bloß schwerer Stiefel gehen, da hast du doch auch schon wieder drei Dimensionen, wenn man zwar die Qualität als Dimension betrachtet. Und das ist die Erweiterung, was die Informationsenergetik gegenüber die Relativitätstheorie. Und mit diesem Satz, indem er nämlich, er hat ja von der Zeitebene aus richtig erarbeitet, der Einstein. Er ist mit drei Zeitdimensionen in einer Raumdimension, genau das, was im Q4 zu finden ist, ausgegangen. Aber konnte natürlich das gravitative Element nachher nicht fassen, weil er bei diesem Bezug mit Wurzel aus G hätte er imaginäre Lösungen gekriegt. Und nun macht er den Einsatz, dass er einfach nochmal mit der Zeitdimension multipliziert und damit einen vierdimensionalen Raum eröffnet, wenn man es mal so räumlich sieht letztendlich, wo er alles reelle Werte kriegt. Und damit schneidet er sich aber den Bezug zur Quantenphysik ab. Von vornherein, ne? Mit einem Satz in der allgemeinen Relativität. Die allgemeine Relativität ist doch viel umfassender, als es die Quantenphysik überhaupt sein kann. Man muss die Quantenphysik in die Relationalitätsphysik integrieren, nicht Relativität in die Relationalitätsphysik integrieren, verstehst du? Aber man kann nicht aus einer Quantenphysik die Relativitätstheorie einbeziehen. Da kommt man immer nur zu Schwabbel. Weil das bringt nicht, weil im Imaginären gibt es keine Längeneinheit.
Und die bedarf man aber in der Relativitätstheorie letztendlich, um Erscheinungsweisen, reelle Erscheinungsweisen darstellen zu können. Ja. Wo ja die Formeln der Relativitätstheorie danach aufbauen. Ne? Man muss immer diese inneren Zusammenhänge betrachten. Die sind eigentlich ganz einfach, wenn man es mal begriffen hat, was da wirklich existiert. Und dann kommt man nicht zu solchen Spinnereien, die es auch heute teilweise in der Quantenphysik gibt und so weiter, wo sie dann den objektiven Zufall und was nicht noch alles, was ja gar nicht gibt. Ne? Nur weil wir was nicht begreifen, letztendlich bezeichnen wir das als Zufall, weil wir uns das ja nicht. Wer kann denn schon darstellen, die 10 auf 50 Freiheitsgrade, die sich ständig wechseln und so weiter? Das fasst keine Formel letztendlich, wenn man so will. In der Weise. Das ist unmöglich. Darum. Und eine Anschauungsweise schon ja nicht. Ne? Mit Darum. der Anschauung wird es in der Tat ein bisschen schwierig, weil so viele sind. Ja, darum ja. Die Komplexität, das ist ja die Sache, weil die Komplexität bis hier ans Absolute herangeht. Ne? Also das zeigt ja auch diese Vielfalt, die unerschöpfliche Vielfalt der Erscheinungsgegebenheiten in der Welt danach wieder auf und so weiter. Das können wir Kleine als relational relativierte Lebewesen nie begreifen lernen, weil wir auf diesen absoluten Aspekt letztendlich oder auf dieses absolute Sein oder Vorsein sogar noch überhaupt ja keinen Zugriff haben. Also, absolute Sein können wir nur erkennen als Grund des Seins, also in der Zeitlichkeit, also wo es bei i Quadrat anfängt. Und der absolute Urgrund, den können wir ja auch nicht erfassen. Und das ist das, was der Chinese dann beschreibt. Den wir weder sehen, hören, noch sonst was. Den können wir uns nur begreiflich machen über die Mathematik. Und das zeigt ja die Informationsenergetik auch, wie das geht. Und zeigt in seiner Entwicklung auch auf, dass sich tatsächlich das in der Welt nachher auch so darstellt. Was ich ja in meinem Buch da nachher denn aus nichts und etwas nutze nicht. Ne? Wobei ich auch nicht definiere, dass das nicht hier und da auch wieder die Quadrupolität zwischen diesen als absolute Angrenzen, was ich dann groß schreibe, und das, was ins Mediale geht, was ich dann klein schreibe und so weiter. Diese Quadrupolität als Funktionseinheit muss immer im Auge behalten werden. Ne? Ja. Dann natürlich auf eine bestimmte Funktionsganzheit bezogen werden. Die Struktur ist sowas von sekundär letztendlich. Ja. Ne? Die Struktur musst du bloß mit einbeziehen, wenn du etwas technisch-technologisch letztendlich in die Praxis umsetzen musst. Da bist du natürlich auf die Struktur, weil die ja nur mit bestimmten Strukturen auch bestimmte Funktionen letztendlich darstellen und verwirklichen kannst in unserer Welt. Dann brauchst du auch die dementsprechende Struktur. Ne? Aber von der Erklärung der Funktionsweise des Lebens und des Universums ist diese Sichtweise überhaupt nicht erforderlich. Da reicht vollkommen eine funktionale Sicht und dann wird es natürlich einfach. Ne? Ja. Strukturell, wegen der Komplexität, da musst du natürlich dann mit der höheren Mathematik arbeiten und so weiter. Das ist ja das, was ein Ingenieur will. Wobei denn, weil das I ja überall wirkt und du das I ja immer wegschneiden musst in der Technik. Du kannst ja keine Unendlichkeit irgendwo realisieren, im praktischen Maße letztendlich musst du das ja immer, ist das natürlich immer eingeschränkt letztendlich auf bestimmte Funktionsweisen letztendlich, die du damit mit dieser Struktur letztendlich realisierst. Dieses Gerät, das ist ein Informationsgerät, das ist ein energetisches Gerät, ein Generator, ein und so weiter, ein Motor und so weiter. Da musst du dich ja natürlich dann als Ingenieur ganzheitlich begrenzen und musst das alles, was ins Imaginäre reicht, letztendlich wegschneiden. In der Elektrotechnik schneidet man so die sogenannten Blindströme weg, die ja, wenn man es richtig sieht und damit mal arbeiten würde, viel mehr Power uns bringen würde, als unsere reellen Ströme es überhaupt möglich machen. Ne? Auf die Temperatur bezogen ist im Imaginären ja die absolute negative Temperatur zu finden, die viel heißer ist, als es überhaupt im Reellen die normale Temperatur erreicht werden kann. Und das hat man aber schon praktisch hergestellt. Und auch das ist tatsächlich schon bewiesen, praktische Tatsache, dass es tatsächlich so verhält. Weil die Temperatur unterliegt ja einer Gauss-Kurve. Und im Positiven hast du ja die Gauss-Kurve, wenn du so willst, so rum. Dann hast du ja sehr wenige, die die hohen Temperaturen haben im Medium und sehr viele, die auch eine niedrigere Temperaturen haben. Es sind ja immer alle Zustände. Es gibt ja nicht, dass es nur flüssig ist, sondern da hast du ja schon wieder Verdampfung und so weiter, hast du drin. Und im Negativen dreht sich diese Gauss-Kurve um. Dann hast du nämlich sehr viele diese hohen Temperaturen und nur sehr wenige mit niederen Temperaturen. Und die gehen ja ins Vakuum. Und das ist genau das, was man nachher in der Higgs-Feld-Theorie als sogenanntes normales, ich weiß jetzt nicht, wie rum man das normale und das falsche Vakuum, da unterscheidet man nämlich dann das falsche und das reelle, das normale Vakuum.
Und das falsche Vakuum hat ja immer noch einen energetischen Aspekt, der nicht wegzubringen ist. Das reale Vakuum hat den nicht. Da geht es dann aufs Null, auf Nullwert. Ne? Ja. Das ist Navier-Higgs-Feld-Theorie, wo ich in meinem Buch Schriften zur Informationsenergetik 2 ein ganzes Kapitel schreibe. Also, meine 8 Bücher müsst ihr mal lesen, alle 8. Aber dazu darf ich erstmal Geld, damit die überhaupt gedruckt werden können, in Größenordnung und dennoch Verbreitung finden. Ne? Naja, der Verleger, der Verleger. Ja, darum ja. Und da könnte ja alle Bücher dann neu auflegen und so weiter und verlegen und so weiter. Aber da werde ich mich drum kümmern, dann vielleicht, wenn ich das Buch fertig habe und dann werde ich mich da wieder mal bei ihm melden, mal gucken. Ja, vielleicht lernst du jetzt auch in Fulda jemanden kennen, der weiterhelfen Oder in kann. Fulda, genau. Es entwickelt sich. Es passiert ja immer das, was absolut notwendig ist, aber leider nur das, was wirklich absolut notwendig ist. Und das können wir nicht sehen, was sich da die höheren Geistigkeiten dabei denken. Ne? Die höheren Geistigkeiten. Die imaginären Existenzebenen mit ihren dementsprechenden Lebensformen, Lebewesen, die ja ganz anders strukturiert sind als ihr. Ne? Das heißt, strukturiert sind sie alle gleich. Es gibt nichts, was anders strukturiert ist, aber von der Gestaltsform her, von der Erscheinungsform her anders sind. Ne? In der Hinsicht. Darum muss man ja auch immer unterscheiden. Die Quanten haben zwar eine innere Struktur, aber keine konkrete Gestalt. Die sind sowas von wabbelig, wie bei Möben, können die sich wechseln, ohne dass sie überhaupt ihr energetisches Potenzial verändern. Ne? Ja. Das wird ja auch nicht begriffen mit der Quantenphysik heute. Das unterscheidet ja nur wieder das Teilchen vom Quant. Das ist eine ganz andere Qualität als so ein Teilchen. Und auch nicht bloß eine Welle, wenn du willst, auch wenn es innerliche Schwingung hat. Hat das mit einer Welle in der Sicht, sondern das ist eine Ganzheitseinheit letztendlich, die eine ganz andere Qualität aufweist, letztendlich, als die reelle Welle oder das reelle Teilchen uns zeigen. Ne? Weil es eben den imaginären Aspekt, wesentlich den imaginären Aspekt verkörpert und nicht mehr nur den reellen Erscheinungsaspekt. Da kommt man immer mehr zum Wesen der Sache selbst. Ne? Das muss man auch im Auge behalten. Ne? Ja. Ja, das Problem mit dem Imaginären ist halt immer, dass man sich so schlecht vorstellen kann. Die Imagination Einfaltung. Man muss natürlich nur sehen, dass es nicht bloß eine geistige Einfalt oder sonst was ist, sondern dass das auch materiell verwirklicht wird. Auch da erfolgt eine Einfaltung letztendlich der Medialität. Dadurch wird die komplexer in Bezug auf bestimmtes Volumen, auf eine bestimmte Volumeneinheit. Und das ist ja das, was die Imagination ausmacht. Ne? Und letztendlich beschreibt diese Sache eigentlich schon, wenn man so will, der Leibniz mit seiner Monadologie. Das ist die nach innen gerichtete Sache letztendlich, wo alles nur nach innen und nach außen nichts ist, auf Deutsch gesagt. Das kommt ja erst später, wenn denn die Monaden miteinander in eine Wechselbeziehung gehen letztendlich. Dann tauschen sie natürlich Information, Energie, Masse gegenseitig aus, auf Deutsch gesagt. Und da ist ja auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel über die Monadologie, wie die Informationsenergetik mit der Monadologie zusammenhängt und darum. Sagt, ich habe mich mit allem beschäftigt, Physik, Chemie, Biologie. Habe da hunderte von Büchern gelesen und habe auch hunderte von Büchern bei mir. Ich überlege mal in meinen Einführungen der Informationsenergetik, da sind, glaube ich, über 700 Literaturstellen. Aber die Literaturstellen, die ich sind, habe ich auch alle nicht bloß gelesen, sondern auch studiert und durcharbeitet und meine Kommentare und Anmerkungen dazu gemacht. Selbst das, wenn das mal einer alles rauszieht aus den Büchern, die ich habe, das würden schon wieder zig zusätzliche neue Bücher werden. Ne? Aber da muss man erst anerkannt werden, um auch die finanziellen Mittel bereitgestellt sind, dass man denn das auch verbreiten kann und dass das gedruckt werden kann und so weiter. Ne? Und das geben sie mir leider im Moment noch nicht, die Geister. Aber warten wir mal ab. Nein, nach Ostern ist ein Bis guter 90 habe ich Zeitpunkt. ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde jetzt erst. Ich kann das gar nicht begreifen, dass ich dieses Jahr schon 70 wäre. Naja, aber wir sind noch lange hin. Ja. Aber es kommt ja Pfingsten, vielleicht kommt dann das neue Pfingsten. Ne? Man sagt Eben. immer dann, wenn Pfingsten der Geist aufsteigt, vielleicht kommt dann mit Pfingsten dann der Durchbruch. Genau. Ostern die Vorbereitung, jetzt dieses Treffen und Pfingsten dann der Durchbruch. Warten wir es mal ab. So nehmen wir's. Du siehst ja immer erst hinterher, was wirklich passiert. Verstehst du? Weil die Möglichkeiten sind ja unerschöpflich viele. Das kannst du vorneweg gar nicht sagen. Du kennst ja nicht alle Beziehungen. Du weißt nicht, ob morgen dann so ein Asteroid einmal auf der Erde knallt und sonst was oder ein großer Brocken oder irgendwas zerstört.
Weißt ja nicht, oder die Sonne auf einmal so einen Impuls auslöst, dass es ein EMP gibt und sämtliche unsere elektromagnetischen Geräte, Computer und so weiter nicht mehr so funktionieren, also zumindest das ganze Netz zusammenbricht. Was machen Sie denn dann, wo Sie sich so abhängig machen von dieser Anknüpfungsweise? So ein Blödsinn. Man muss sich doch dieses Analoge, dieses primäre Analoge immer offen halten. Das darf man doch nicht einfach negieren, wie man das heute macht. Damit negiert man das, den Fortbestand der Menschengesellschaft auf der Erde. Von vornherein. Seine Weiterentwicklung, dann wirst du zurückgebombt bis zur Steinzeit, wenn du so willst. Ne? Ja, stimmt, das kann ganz schnell gehen. Das kann ganz schnell gehen. Ja. Die Sonne ist unberechenbar, was die macht. Es ist nicht so, dass es so etwas Stabiles, wie man sich das immer so vorstellt. Das zeigen ja auch die Letzten. Und vor allen Dingen, das wird ja auch vom Absoluten her gesteuert, letztendlich über so einen bestimmten Ordnungsstrahl aus dem galaktischen Zentrum, der dann auf die Sonne trifft. Die Sonne ist ja quasi das, da verteilt ja nur diesen Informationsaspekt letztendlich auf seine Planeten. Erst wenn es dann auf Masse trifft, werden ja energetische Aspekte. Sonst wäre ja der Weltraum heiß und nicht kalt. Ne? Selbst das ist nicht begriffen, was die Qualität Informationen eigentlich ausmacht. Ne? Ja. Und ich hatte ja alleine aus dem gravitativen Aspekt letztendlich der Sonne, habe ich errechnet, dass die Sonne höchstens 6000 Kelvin hat. Heute wissen Sie, dass die Sonne 6000 Kelvin hat. Aber das habe ich schon vor Jahrzehnten errechnet, auf Deutsch gesagt. Darum ja. Heißt es nur außen der Corona letztendlich, wo der Informationsstrahl direkt primär auf diese Verkörperung trifft. Ja. Da wird die Masse so weit erhitzt, dass es dann auch die Millionen von Grad erreicht letztendlich. Ne? Das hat mit der Kernfusion schon wieder gar nichts zu tun. Und letztendlich dieses Komplementäre von Kernfusion und Kernfusion und Kernspaltung in der Sonne habe ich ja auch beschrieben. Daraus resultieren überhaupt die Neutrinos, die man von der Sonne empfängt. Die sind ja unerklärbar bisher, die Wasser empfangen. Aber Mainz beschreibt genau, dass es tatsächlich sich so verhält. Aber daraus kriegt doch die Sonne nicht ihre primäre Energie. Das ist doch nur die reell erscheinende äußere Energieform, die über diese Informationen hier eingespiegelt wird über den Raum. Über die Zeitebene kriegt doch die Sonne viel mehr den energetischen Impuls als über die Raumebene. Das heißt, wie arbeitet die Sonne? Die Sonne arbeitet letztendlich mit einer sogenannten Spinumbohlung letztendlich. Und daraus resultiert ihre eigentliche Energie vom Innern her. Das ist wieder ein ganz anderer Aspekt. Und wenn wir dieses Prinzip der Spinumbohlung beherrschen, dann haben wir unendlich viel Energie und so weiter. Brauchen wir uns im Gimpft und können daraus natürlich sämtliche Materialien produzieren, was wir wollen, durch bestimmte Kondensationsprozesse. Aber das ist Zukunftsmusik. Das ist nur wirklich. Aber das lässt die Informationsenergetik frei und zeigt es auf, dass das möglich ist. Ne? Und alle Möglichkeiten, die reell auch möglich sind, sind ja auch wirklich immer reell in der Existenz. Bloß endlich an unserem Ort hier. Es gibt ja Zivilisationen, die uns Milliarden Jahre voraus, von der Zeitentwicklung, wenn man so will, mal Milliarden Jahre voraus sind. Ne? Letztendlich hat ja das Teleskop nur mittlerweile gezeigt, dass ihre ganze Urknalltheorie zusammenbricht. Wenn voll entwickelte Galaxien da in den fernsten Gegenden zu finden sind, hat das mit dem Urknall überhaupt nichts mehr zu tun, sondern bloß mit der Sichtbarkeit eines bestimmten Raumbereiches, den wir überschauen können. Ne? Das hat mit dem Urknall überhaupt nichts zu tun. Nee, es passiert ja kein Urknall, in dem das Bumm und alles da ist. Es passieren alles nur kleine Knällchen in jedem Bereich, in jedem Wirkungsquantum. Diese kleinen Veränderungen, das sind die kleinen Knällchen, die das in der Gesamtheit nachher realisieren. Und darum basiert ja die Gravitation nicht auf irgendwelche zusammenziehbaren letztendlichen Kräfte letztendlich, sondern die Gravitation basiert auf den Flächengrößen. Damit realisiert sie. Und wie ich ja in meinem Buch da Schriften 2, ja, ich glaube in Schriften 2 auch beschreibe, wenn über Gravitation und so weiter beschreibe, wenn man diese Verbindung zwischen Sonne, Erde und so weiter, dann müsste man zig Kilometer starke Seile machen, um diesen Zugkraft und Druckkraft letztendlich zu Blödsinn. Ja, das realisiert alles über Flächengrößen, letztendlich wird das realisiert. Ne? Und die Flächengrößen und das, was man so als Horizont hier so bezeichnet, letztendlich basiert ja nur auf dem Bezug der Flächengröße zu einem bestimmten Volumen. Ne? Ja.
Das heißt also, wenn man mal die unendliche Flächengröße oder gegen unendlich weisende Flächengröße einem gegen unendlich hinauswachsenden Volumen gegenüberstellt, letztendlich hat man ja auch die Einsbeziehung. Das heißt also, dann hat man diesen äußeren Rand des Universums dargestellt. Also leben wir in einem ganzheitlichen Universum, was sich eigentlich gar überhaupt nicht ändert. Das ist nämlich das, was Einstein eigentlich mal als festen Kosmos sehen wollte, als festes Weltmodell letztendlich. Aber das ist der äußere Rand, was die Ganzheitlichkeit der Raumzeit noch einmal ausmacht letztendlich. Und eigentlich leben wir alle in einem einzigen, wenn man es mal so betrachtet, schwarzen Loch, was sich nur in ihren Komplexitätsstufen unterscheidet und damit unterschiedliche Dauer von Prozessen letztendlich dann in die Erscheinung bringt. Ne? Wir leben alle im schwarzen Loch, von einem schwarzen Loch ins andere letztendlich. Und die schwarzen Löcher, die sich uns zeigen, das ist nur aus der Unterschiedlichkeit des Komplexitätsgrades zu unserer Welt letztendlich. Das sind nämlich die Erscheinungen letztendlich der anderen Komplexitätsebenen, wie sie sich auch reell in unserer Welt zeigen. Denn minus eins ist ja was Reelles und plus eins ist auch was Reelles. Das eine ist zeitbezogen, das andere ist raumbezogen. Ne? Und dann, aber alles basiert auf I, im I. Groß I im Kleinen, also Klein I im Groß I. Ja. Alles basiert aus der Imagination, aus der Einfaltung heraus. Und letztendlich ist das Universum insgesamt, wenn man es mal ganzheitlich betrachtet, eine riesengroße Monade und nichts weiter. Und schon wieder sind wir bei der Monadologie von ja, sagt er mal, Leibniz. Leibniz, ja, genau. Monad. Weil das die räumliche Erscheinungsgröße, das ist ja das Relative. Diese reelle Länge ist das Relative. Was die Zeit anmacht, was die Schwingungsfrequenz von plus mehr unendlich bis minus unendlich, was ja diese Gravitomagnetismus ausmacht, die geht bis an sowohl im Großen als auch im Kleinen bis an die Absolutheit heran. Und das sagen ja schon die Alchemisten. Das Große wie Kleine, innen wie außen. Weil überall ist doch nur I und nichts weiter. Es gibt nichts anderes als I im I. Ja, so ist das. Aber nur darf es natürlich sein, was ja nur wieder bei den Leptonen zu verzeichnen ist und so weiter, nur dürfen natürlich keine zwei absolut gleichen Zustände dieser Sache gegeben sein, was ja denn die Unterschiedlichkeit dann wieder bedingt. Oder was ja nur wieder die Leptonen von den Bosonen unterscheidet. Ne? Auch viel mehr. Boson und wie nennt man Boson? Sag mal, was ist da noch? Boson? Lepton, Die Baryonen. Leptonen haben doch eine andere Bezeichnung noch. Also, sag doch mal. Na, ist egal. Jedenfalls, selbst da ist ja diese Unterscheidung schon wieder. Ne? Ja, und zu den einen zählen eben die Hyperonen aus dem Q2 und zu den anderen eben die Leptonen aus dem Q4. Ne? Und die sind auch wieder komplementär zueinander geschaffen. Ne? Ja. Dass die Hyperonen hier zerfallen, ist ja diesen Leptonen zu verdanken, ihrer Wechselwirkung mit den Leptonen zu verdanken, ihrer Dynamisierung letztendlich, dass sie dann nicht mehr als ganzheitliches Gebilde existieren können, damit letztendlich aufgeschmolzen werden und uns dann verschiedene Teilchen erscheinen, auf Deutsch gesagt, wo das ja eigentlich in erster Linie Quanten sind. Normalerweise müsste man jede Rechnung immer, wenn man auch mit den reellen Zahlen rechnet, müsste man eigentlich immer bei jeder Zahl noch das I anfügen. Und das war so was, wenn man mit den komplexen rechnet, müsste man bei jeder Zahl, die jetzt das I enthält, als komplexe Zahl, das I-Quadrat einfügen. Dann wird man eine richtige ganzheitliche Rechnung vollführen. Aber das Ja. wäre dann so kompliziert für die Leute, dass sie es dann überhaupt nicht mehr verstehen. Und damit man es schön einfach hat, hat man ja überhaupt erstmal die reellen Zahlen konstruiert, damit es auch schön einfach wird und verständlich wird für die Masse der Leute. Ne? Rein auf Konstruktion basierend. Ne? Darüber lasse ich mich in meinem Buch Einheitswissenschaft aus. Ne? Könnt ihr da nachlesen, wie das alles zusammenhängt. Und wie dieser Reduktionismus sich eingeschlichen hat, weil man es nicht bedacht hat. Die Reduktion war zwar richtig, aber man darf es nicht auf dies beschränkt lassen heute. Man muss es wieder weiten, den Horizont heute wieder weiten. Ne? Die Einschränkung war notwendig, um genau zu sehen, letztendlich, um den Aspekt genau zu betrachten. Aber heute kommt es ja wieder auf diese Zusammenfassung der einzelnen Aspekte an. Und so auch die Zusammenfassung von Relativitätstheorie mit Quantentheorie und so weiter. Ne? Das ist ja die Aufgabe von heute.
die Schaffung der Ganzheitlichkeit auf der Basis einer auch absoluten Einheit. Und das macht die Informationsenergetik nicht anders. Ne? Ja. Und es gibt tatsächlich noch kein anderes Modell, was das auch in dieser Ganzheit und in dieser Komplexität, in dieser Umfassendheit auch bisher schon verwirklicht. Ne? Naja, das ist ja das Schöne. Es war wieder schön mit euch heute zu plauschen. Ne? Ist doch ganz gut. Ne? Und Ja, mega. wir kommen immer Schritt für Schritt weiter und auch wird wahrscheinlich auch immer mehr verständlicher für euch werden, was die Informationsenergetik alles Ja, bedeutet. das ich glaube, es dauert noch 3, 4 Sitzungen, bis der Knoten platzt. Naja, wenn er erstmal geplatzt ist, dann siehst du erstmal, wie einfach das ist und fest im Kopf. Ach, Darauf baue ich auch. es wird Absolut, kommen. jedenfalls Mach's dann. gut, lass es euch gut gehen. Dankeschön. Bleib Ja. gesund, bis dann Schönen und Schluss noch ein paar toi, 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 ne? Tage. Bis dann, tschüssi dann, Ja. ciao, tschüss. Ciao.